Heute habe ich eine Trading-Methode für euch am Start, bei der ihr eure Coins einfach mal easy verdreifachen könnt. Das Ganze geht wirklich sehr, sehr leicht. Let's go! Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute eben ein neuer Trading-Tipp. Ja, in den letzten Tagen kamen sehr, sehr viele online und falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt die unbedingt nochmal ab. Also da sind wirklich in den letzten Tagen, glaube ich, 4, 5 Trading-Tipps hochgekommen und die gehen eigentlich fast alle noch. Von dem her probiert die alle mal aus und ja, heute haben wir eine Methode am Start, wo man die Coins eben verdreifachen kann. Und wir gehen wie immer direkt auf die Transferliste und schauen uns da die Spieler an, die ich verkauft habe. Und das ist eigentlich die Methode, ja. Ihr seht schon, 1200, teilweise sogar 1400 für BPL Non-Rare Gold, alles klar. Für Non-Rare Gold-Karten aus der BPL. Ja, ganz, ganz easy haben wir die einfach für 1200 Münzen wegbekommen. Ja, wie oft muss man die reinstellen? Ich würde sagen, ja, beim 5. Mal oder so gehen sie dann eigentlich spätestens weg. Wenn ihr Pech habt, dann vielleicht erst beim 10. Mal. Aber sie gehen auf jeden Fall weg. Und das ist halt das Wichtige. Und ich habe da, glaube ich, auch noch den einen oder anderen. Ne, ich habe die alle vorhin rausgelöscht, weil ich ziemlich wenig Platz sonst auf der Transferliste gehabt hätte. Aber da habe ich jetzt eben ein paar aufgehoben für euch. Ja, 1200 Münzen also für einen BPL Non-Rare-Spieler. Die meisten Spieler da waren gerade Verteidiger. Ja, deswegen gehen wir auch mal auf Verteidigung, geben hier ein 400 und schauen, ob da was kommt. Und da sehen wir, da kommt ein Spieler. Da waren wir jetzt aber leider ein bisschen zu langsam. Deswegen müsst ihr ein bisschen filtern. Ja, aber man bekommt sehr, sehr schnell Karten. Also ihr habt es gesehen, beim zweiten Mal habe ich hier direkt wen bekommen. Und dann müsst ihr nicht mal unbedingt auf den Preisvergleich gehen. Wir machen es jetzt aber trotzdem mal. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie viel die Karte so circa kostet. Die kostet nämlich nicht 1200 Münzen. Ne? Aber wir stellen sie einfach trotzdem rein. Und diese Karten werden halt gekauft, weil Leute SBCs bauen. Und wenn jemand eine SBC baut, dann baut er zum Beispiel diesen Spieler hier ein. Ja? Den packt er als Dream Squad Spieler rein. Und dann will er sich natürlich im Endeffekt das Team auch zusammenbauen. Dann geht er von Dream Squad auf Transfermarkt suchen. Also wirklich im Team geht er dann nur auf die Taste Transfermarkt suchen. Und dann findet er eben diesen Cook. Ja? Und dann sieht er da, welche für 10.000 oder so, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, so für 10.000 zum Beispiel, wieder für 10.000, wieder für 10.000 und dann einer für 57, dann würde er den für 750 mitnehmen. Ja? Weil er einfach nicht auf den Transfermarkt gehen will und wirklich genau nachschauen will, was der kostet. Deswegen macht er sich's einfach und nimmt dann einfach den hier mit. Und wenn der eben bei 1200 Münzen wäre, würde er ihn vielleicht auch mitnehmen. Und das ist sozusagen die Theorie hinter der ganzen Trading-Methode. Also wir machen pro Spieler, ja, wir verdoppeln, verdreifachen eigentlich unsere Coins mit einem Spieler und das ist halt wirklich nice. Ihr könnt hier auch bei Position alle eingeben, allerdings kommen da manchmal zu viele Spieler, ja, sodass da eben die Karten dann schon zu abgelaufen sind, aber im Moment scheint es anscheinend zu gehen. Von dem her könnt ihr da auch alle machen und ja, da haben wir Kabul bekommen, ist auch eine interessante Karte, den geben wir einfach auch rein für 1200 Münzen. Wie gesagt, ich habe euch ja gerade erklärt, wieso das überhaupt funktioniert, wieso, weshalb, warum, den Hintergrund der Trading-Methode sozusagen. Und hier haben wir auch einen bekommen, Savé. Den spricht man wahrscheinlich ganz anders aus, aber ja, den packen wir auch rauf für 1200. Ihr könnt auch immer schauen, ob die 7 Verträge haben. Wenn sie nur so 5 Verträge haben oder so, könnt ihr die auch für 1100 Münzen reinstellen, dass das sozusagen ein bisschen sicherer ist, dass der Spieler ein bisschen schneller weggeht. Aber wir machen hier eben ganz easy Coins und das ist halt die Methode. Und die habe ich auch in den Streams immer wieder gemacht und die Leute haben immer gefragt, jo, verkaufen sich die Spieler auch? Und wie gesagt, sie verkaufen sich, ihr müsst sie halt schon öfter reinstellen, immer für eine Stunde und irgendwann gehen die halt dann weg. Und da seht ihr eben sozusagen die Beispiele und ihr könnt die natürlich auch für 1500 reinstellen. Da dauert es dann aber halt doch nochmal einen Ticken länger, bis diese Karten weggehen. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt unbedingt die Links in der Beschreibung ab. Dort geht es auch zu MMOGA, da bekommt ihr zum Beispiel PSN-Cards für nur 19 Euro statt 20 Euro. Also ist zumindest 1 Euro gespart bei der ganzen Sache. Und ja, dann war's das. Habt immer, ja, high hopes und ciao.